Hallöchen, liebe Freunde, hallöchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen zu Gemalt von Geisterhand. Hui, ich bin ja voll der Kunstfan. Ich liebe Gemälde ohne Ende. Und diese Welt hier sieht echt geil aus, weil die so richtig schön gezeichnet ist. Also richtig so mysteriös, geisterhaft und so weiter. Und ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ich finde Geister voll interessant. Die finde ich echt interessant, weil das so ist, so das Mystische, man weiß nicht so viel darüber. Gibt es jetzt Geister wirklich, gibt es die nicht und so weiter und so fort. Und da gibt es Dinge, so, die es gibt so unterschiedliche Dinge, die ich mal so über sowas mal rausgefunden habe. Und das hat mich schon richtig krass interessiert. Geister und so weiter. Also diese Folge wird dann halt mal ein bisschen anders. Ich erzähle euch mal so ein bisschen was über Geistergeschichten und so weiter, wo ich ja gerade hier noch in dieser geistersachhaften Sache bin. Und zwar habe ich mal etwas, vielleicht kennt ihr das selber oder habt ihr es schon mal gesehen, ein Mädchen, was... Oh scheiße, da komme ich jetzt gar nicht ran, warte mal. Da komme ich immer... Natürlich komme ich ran, hallo, ich bin Spendem. Da gab es mal so einen Fotografen, der hat... Oh scheiße. Nee, der hat keine Scheiße gebaut, also der hat jetzt nicht geschissen oder sonst irgendwas. Ja, ein Fotograf, der seine eigene Scheiße fotografiert. Ja, guck mal hier auf Instagram. Scheiße, meine das habe ich gemacht. War voll stolz drauf. Ich hab geschissen. So, nee, der hat ein Foto geschossen von einem Haus, was gebrannt hat. Und darauf hat er ein Foto, ein Mädchen drauf gesehen, was mitten in den Flammen stand. Und das kam mal bei Galileo und so weiter, war sau interessant. Und dann haben sie wirklich halt so ein bisschen was darüber gelesen und so weiter, haben was herausgefunden. Und dieses Mädchen soll es wirklich gegeben haben, so dass die halt da aus Versehen halt ein Feuer gelegt hat und so weiter und so fort. Und wow, also richtig interessant. Und dann haben die auch halt überprüft, ob das jetzt wirklich stimmt. Und so weiter und so fort. Und dann haben sie richtig gesagt, okay, ja, ey, das stimmt. Da ist wirklich ein... Ah, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich musste eigentlich runter. Alter, das Bowser-Bild. Boah. Also, das habe ich gerade erst zum ersten Mal gesehen. Das sieht übel aus. So, der Pfeil, der da war, das ist halt ein Gang, den ich noch finden muss. Jetzt denkt man, okay, man will einen verarschen, man kommt nicht zurück, man kommt nicht vorwärts. Da habt ihr ja diesen Pfeil gesehen, so. Und diesen Pfeil muss ich jetzt runtergehen, damit ich halt in die nächste Welt komme. Den habe ich am Anfang nie gefunden. Ich habe das echt nie herausgefunden. Aber jetzt werde ich euch mal zeigen, wo wir da lang müssen. Ich habe jetzt schon wieder über 40 Münzen. Ja, die ganzen... großen Sternmünzen, die habe ich ja schon. Scheiße. Habe ich ja schon. Das müsste ich gleich da sein. Wo das ist. Nee. Das Leben brauche ich nicht. Ich habe nur 90. Da müsste es gleich kommen. Ich bin ja sowieso. Ach, scheiße. Nicht so schnell laufen nächstes Mal, Spendem. Ich bin ja sowieso so ein Fan von so Geistergeschichten oder Creepypastas zum Beispiel. Viele sagen ja, dass Mario eigentlich so ein Anti-Held sein soll. Weil es soll auch so eine Art Creepypasta sein, weil er... er tötet ja eigentlich so Goombas und so weiter. Und, wie gesagt, er bringt die um und so weiter. Wie komme ich denn da nochmal hin? Also, ich überlege gerade, wie ich da lang musste. Ah, hier. Da war doch noch irgendein Weg. Nee. Aber wo war denn das? Da war noch ein anderer Weg, den man gehen musste. Ach, da unten. Ja, das war der hier unten. Das meine ich eigentlich mit runter. Wow. Und hier runter. Das war dieses Fallen nach unten, dass du dann weißt, okay, du musst nochmal einen runter. Oh, krass, so ein schwarzes Loch. Und zwar ist halt das dann so, dass halt Mario, wie gesagt, er tötet ja eigentlich Goombas und Koopas und so weiter.
Und dass das ihn sozusagen zum Anti-Helden macht. Was ich ein bisschen unlogisch finde, aber wird halt gesagt. So. Das ist jetzt der geheime Weg. Den müsst ihr jetzt immer halt suchen, damit ihr halt, wie gesagt, rund weitergehen könnt. Ist kein jetzt so bestimmter Weg, so, weil der ist vorgegeben. So, jetzt komme ich in die Welt. Was ist denn das? 8 und 9? Ja, 8 und 9. So, und hier in den Tiefseeträumerei, da gibt es ebenfalls sowas. Und hier gibt es halt auch den versteckten, die versteckten. Die drei Münzen müssen wir wieder finden, die Sternmünzen. Und, scheiße, das war blöd. Ey, das war noch blöder. Ne, eigentlich nicht, war eigentlich gut. Uah. Ein Fisch, der mal beißen wollte. Oh, ein Lebendiger. Om, nom, 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 nom. Diese komischen Köpfe, das sieht so krass aus, die beobachten einen. Warte mal. Hat er gerade seinen Mund geöffnet? Nee, hat er nicht. Ich dachte gerade, er hat seinen Mund so bewegt. Ich sehe schon Gespenster. Und das hat nichts mit dem Wuhus zu tun. Wow! Nein, 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 nein. Lass mich. Oh, gut. Die sind scheiße. Ich hasse diese komischen Piranha-Fische da. Mag die gar nicht. Oh, was befindet sich im Bock Nummer 1? Wow! Ein blöder Fisch, der mich wieder mal auf den Sack gehen will. Lichtsteine. Alter, Entdeckung! Münzen, die irgendwie unter Wasser leuchten. Wow. Geh weg, du blöder Fisch. Ja, hier nicht unten auch noch irgendwas? Nee, war nichts. Die Quallen könnt ihr auch töten. Würde ich aber an eurer Stelle nicht machen, weil erstens Quallenfischen ist unter Naturschutz und ja, Quallen schmecken sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, ob der eine Bedeutung hat, dieser komische Fisch. Pack den morgen gebraucht. Außerdem geben wir euch ja die geben euch Licht. Okay, gut. Hier war irgendwo auch noch eine Münze versteckt, aber ich weiß echt nicht mehr wo. Da ist er. Eigentlich, es heißt, man kommt voll schwer an die Münze ran. Aber man lässt sich einmal. Ich habe es immer so gemacht, ich habe die einmal treffen lassen. Und schon hatte ich die. Super, geht's auch. Einfach mal durchschwimmen. Eine Münze ist hier noch irgendwo. Geh mal aus dem Weg. Ich bin aus dem Weg. So, das war die letzte. Einfach mal ein bisschen warten. Weil das habe ich am Anfang auch mal gemacht. Ich habe einfach dann nicht gewartet. Und dann bin ich einfach oben lang gegangen. Musste ich wieder den ganzen Weg wieder von vorne laufen anfangen. Alter, wie you. Reg dich mal ab. Und der geheime Weg. This way. Okay, dokili. Okidi dokili. Jetzt bin ich aus dem Wald raus und jetzt kann ich hier einfach durchgehen. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass mich die nicht erwischen. Und ihr könnt mich mal an der Poppes aus dem Wald entkommen und in die nächste Welt. Wiggler-Wahnsinn, keine Lust. Was haben wir hier? Es geht zur Neige. Nein, mit meinen Let's Plays geht's nicht zur Neige. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich bleibe noch sehr lange Zeit euer Let's Player Spendem. Ach so, geht's zur Neige. Ach so, die Dinger biegen sich. Ach so, jetzt verstehe ich. Und rein da und die erste Münze holen. Münche, Münche. Ach du Scheiße. Brauche ich eigentlich was anderes? Nein! Ich brauche was anderes, um die zu holen. Habe ich noch eins? Jo, habe ich noch.
Weil ich brauch wirklich das Superhörnchen, damit ich halt da hinfliegen kann und einfach so ganz schnell holen kann. Warum kriege ich das eigentlich hier nicht? Hätte ich eigentlich hier kriegen müssen. Achso, hier, ja. Oder hier bestimmt drin, war. Nee. Okay. Muss man sich echt ein Item holen, damit man es holen, damit man es bekommt. Krass. Und wie war das nochmal? So, okay. Zack. Und schon erste Münze. Jawohl. Jetzt ganz, ganz schnell zum wie heißt denn das jetzt? Ach ja, Wiggler, wisst ihr alle, wenn ihr drauf springt, sind die sauer und die mögen euch dann nicht. Alter, wie soll das denn gehen? Boah, wie fies ist das denn? Nein! Oh, wie fies, ey. Wie soll denn das gehen? Ach so, ich weiß wie. Ach Mann, das ist fies. Ich weiß, wie das geht. Ihr müsst den Panzer holen. Und mit diesem Panzer, also ihr braucht erstmal den Panzer von diesem Cooper, vom Para-Cooper. Und dann könnt ihr den abknallen und dann kriegt ihr halt, ja, wie gesagt, kriegt ihr das dann. Ich kann doch nicht mit dem Cooper hier. Da geht es doch. Warte mal. Kann ich den mitnehmen? Das wäre cool. Ja, ich kann den mitnehmen. Ist der doch da? Ist der da? Nee, natürlich nicht. Boah, das ist fies hier. Nee, ist gut. Nein! Nein! Oh, oh, oh. Nein! Hm. Warum? Ey, weißt du, das ist... Okay, das ist Giftwasser. Gut, okay. Aber es gibt viele Leute, die laufen auch so in Gift rum und sterben nicht sofort. Naja, eigentlich schon. Toll. Ich krieg nochmal einen Pilz. Was soll ich mit nochmal einem Pilz? Ganz ehrlich. So, nochmal rein. Ist auch so. Weißt du, Mario geht in einen Panzer runter in die Röhre und trotzdem ist da keiner. Ey, wie? Ganz ehrlich, was soll man denn da machen? Soll man da einfach irgendwie nochmal rumspringen oder was? Mann, ich finde diese. Manchmal ist das wirklich blöde gemacht. Da sollst du raufspringen. Den bringe ich erstmal so um. Natürlich. Treffe ich nicht. So, jetzt hole ich mir das. Jetzt muss hier bestimmt was gut. Bestimmt ist hier nur Scheiße drin. Hä? Ja. Wo ist die Logik? Wenn ich als kleiner Mario da ranspringe, kommt ein Pilz raus. Wenn ich als großer hinspringe, müsste theoretisch eigentlich das gleiche Ding auch nochmal kommen. So, raus. Geht doch. Muss ich doch, ich schaff's. Aber das ist fies. Die Münze ist wirklich fies. Und die werden auch richtig. Also, die nächsten Welten, wo halt viel kommt, so also mit den ganzen Münzen sammeln und so alles, das wird echt fies. Das weiß ich noch, da kann ich mich echt noch erinnern. Na. Ach, scheiße. Ich hätte es anders machen müssen. Wie soll ich da rankommen? Wie soll ich da rankommen? Ganz ehrlich, wie soll ich da rankommen? Ich weiß es nicht. Ach nee, ach. Moment, ich hab eine Idee. Moment, Moment. Schreibt nichts in den Kommentaren. Schreibt nichts in die Kommentare. Diesen Scheißding wieder. Guck mal, hier kommt doch eiskalt ein... Ja, Luigi braucht mir das Spiel nicht zu spielen. Er kann es selber nicht. So, jetzt weiß ich's wieder. Und zwar folgendes. Ihr nehmt euch den Cooper, geht auf das andere Ding rauf... Und wirft dann ab da dann die den Panzer rüber. Da wirft ihr den dann ab. So, zack. Rüber, hoch. Jetzt passt auf, jetzt hole ich die andere Münze. Und zwar. Hier ganz normal rüber, das ist ja klar, das kennt man ja.
So, jetzt braucht ihr die Hilfe dieses Koopas hier. Ach, scheiße, jetzt bewegt sich das voll langsam. So. Jeder bewegt sich jetzt. So. Das war die zweite Münze. Ach man, jetzt kommen wieder die scheiß Dinger hier. Und ich komme da nicht rüber. Doch, komme ich. So, bitte was Gutes. Ja, das brauche ich. Oh Gott sei Dank. Ach Mann, ich bin wieder super Hörnchen. Mit der Kraft eines kleinen bisschen zu schweben. Ein bisschen zu schweben. Nee. Die Eisblume nehme ich jetzt nicht. Ich finde es schade, ich finde es irgendwie blöd, dass ich jetzt aufstoßen muss. Das macht. Ah. Weil ich auch viel getrunken habe. Ich habe ziemlich viel getrunken, damit ich hier die. Ich nehme gerade nachts auf. Yay. Endlich hättet ihr auch jetzt den ganzen Weg aufmachen können. Aber, habt ihr gesehen, so geht's ja auch. Wow. So. Und gleich geschafft. Nein, nein. Oh. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Ganz ehrlich, ich dachte, ich sterbe jetzt gleich. Aber Superhörnchen ist Superhörnchen. Und Superhörnchen schafft das. Und fertig. 100% wieder in diesem Level. Freunde, ich sage wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr fandet es spannend, weil es war herzrasend. Ich bin voll auf beinahe gestorben. Das ist scheiße. So, als nächstes kommen wir zum Part, zum Level Wiggler-Wahnsinn. Das wird scheiße. Und dann kommt schon Iggy, dann kommen noch zwei Welten. Und wenn die fertig sind, dann ist noch schon das Peach-Schloss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt bei Part, warte mal. Ich glaube, ich bin jetzt bei Part 13. Ich bin fast fertig mit dem Spiel. Das kann nicht wahr sein, dass das nur so kurz ist. So. Und die ganzen Special-Wege, die habe ich euch gezeigt. Es sind jetzt keine Special-Wege mehr. Also es sind jetzt wirklich nichts mehr, wo du sagst, okay, das ist jetzt voll mega Geheimnis. Also es gibt jetzt echt keine Geheimnisse mehr. Na doch, es kommt ja noch die Welt 9, die kommt ja noch. Also die letzte Welt. Und wenn ich das habe, ja, dann ist das Let's Play eigentlich schon vorbei. Mal gucken, wie lange ich dafür noch brauche. Vielleicht nehme ich es ja heute Abend noch komplett auf. Ja, ihr müsst wissen, ich nehme gerade einen Let's Play Marathon auf. Das heißt, 6 Projekte in der ganzen Nacht. So, also, im nächsten Part geht's dann weiter hier mit Wiggler-Wahnsinn. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß bei meinen Fails und meinen fast aus Flippern. Flippern. Nee, das war eine tote Robbe gerade. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.